Wenn Sie Mikrofonaufnahme nun zu Ihrer Diashow hinzufügen wollen, dann müssen Sie eventuell gewisse Einstellungen unter Windows machen, damit das Mikrofon richtig erkannt wird. Schließen Sie das Mikrofon zuerst an und gehen Sie anschließend, in der rechten unteren Ecke haben Sie ein Lautsprecherzeichen. Das kann je nach Windows-Version ein bisschen anders aussehen. Klicken Sie mit einem Rechtsklick darauf und wählen Sie Aufnahmegeräte. Unter diesem Fenster haben Sie alle Einstellungen, die Sie machen können, um das richtige Mikrofon auszuwählen. Denn je nachdem haben Sie mehrere Mikrofone am Computer, zum Beispiel bei Laptops, ist das viel der Fall, dass Sie ein internes Mikrofon haben und eventuell ein externes, das Sie nun angeschlossen haben. Unter Windows Vista oder 7 sieht das nun folgendermaßen aus. Sie haben hier eine Liste aller Mikrofone, die installiert sind. Jedoch sind bei mir die unteren drei nicht angeschlossen. Falls Sie hier mehrere zur Auswahl haben, müssen Sie sich entscheiden, welches nun das Mikrofon ist, welches Sie benutzen. Dann könnten Sie mit einem Rechtsklick auf ein anderes Mikrofon und dort als Standardgerät auswählen. Bei mir ist dies nun nicht der Fall, weil dieses Mikrofon hier gar nicht angeschlossen ist. Wenn Sie das richtige Mikrofon ausgewählt haben, sehen Sie auch, beim aktivierten Mikrofon sollte es nun ausschlagen, wenn Sie in das Mikrofon sprechen. Jetzt geht es noch darum, das Mikrofon zu konfigurieren, das heißt zum Beispiel auch die Lautstärke einzustellen. Gehen Sie dazu auf Konfigurieren und wählen anschließend Mikrofon einrichten. Hier müssen Sie als erstes die Mikrofonart auswählen. Haben Sie ein Mikrofon, das Sie am Kopf montieren, ein sogenanntes Headset, dann wählen Sie hier die erste Auswahl, ein Tischmikrofon, das ist eines mit einem Ständer oder sonst ein Mikrofon, zum Beispiel das Sie in der Hand halten oder Sie sehen es anhand des Fotos. Ich habe hier ein Tischmikrofon und wähle dann auf Weiter. Hier sind noch gewisse Hinweise oder Tipps zu lesen. Ich klicke nun auf Weiter und nun müssen Sie diesen Satz hier lesen. Peter diktiert seinem Computer einen Text. Er zieht diese Methode der Tastatureingabe und ganz besonders der Verwendung von Stift und Papier vor. Sie müssen diesen Satz so lange lesen, bis Sie hier auf Weiter klicken können. Dann hat nämlich Windows die optimale Lautstärkeeinstellungen getroffen. Wählen Sie anschließend auf Weiter und das Mikrofon ist somit richtig konfiguriert. Klicke hier auf Fertigstellen. Das Fenster kann geschlossen werden und nun ist die Lautstärke optimal eingestellt. Unter Eigenschaften finden Sie noch weitere Einstellungsmöglichkeiten. Hier sehen Sie das Mikrofon, wie es heißt. Unter Abhören könnten Sie das auch als Wiedergabegerät benutzen. Das will ich natürlich nicht. Unter Benutzer definiert müssen Sie nichts einstellen und unter Pegel könnten Sie nun manuell die Lautstärke des Mikrofons noch ein bisschen korrigieren. Die 43 Lautstärke ist automatisch eingestellt worden vorher bei der Konfiguration. Ich möchte dies nun ein bisschen lauter machen, etwa so. Und unter Erweitert können Sie noch unter Standardformat die Aufnahmequalität einstellen. Standardmäßig ist hier CD-Qualität eingestellt. Da ich diese Aufnahme jedoch mit einem Video kombinieren möchte, wähle ich hier die DVD-Qualität, die ist ein bisschen anders, da dort ein anderer Standard benutzt wird. 48 kHz und nicht 44,1. Würde aber nichts ausmachen, wenn Sie hier CD-Qualität eingestellt hätten. Das Mikrofon funktioniert trotzdem einwandfrei. Anschließend klicke ich auf OK und die Einstellungen ist nun unter Windows so konfiguriert, dass Sie es unter Pinnacle Studio auch verwenden können. Wie Sie nun die Kommentaraufnahme in Pinnacle Studio direkt machen können, sehen Sie im nächsten Video.